wir bekommen heute eine neue Schülerin. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Baba. Was? Unmöglich. Ein Schaf? Sie ist so unheimlich. Zeig ich etwas Respekt? Ich will nicht, dass sie mir zu nahe kommt. Nein, lassen Sie mich los. Sei schön nett zu ihr. Ja, es tut mir leid. Ich bin bereit für den Unterricht, Miss. Die sehen ja alle so schön und... Ich mag ja, das ja. Nicht mehr, Baba, hi. Warte, entschuldige bitte. Honey. Ich muss vorsichtig sein. Heute werdet ihr einen Apfel in einen Smaragd verwandeln. Klingt einfach. Sieh mal, was ich für sie gemacht habe. Wow, gruselig. Sie wird doch ruhig dich mal. Ja. Wie witzig. Hast du gesehen, wie sie... Was ist mit ihm passiert? Cool, unmöglich! Du könntest der Nächste sein. Nein, Misty Lloyd, die Neue hat Kicken gefressen. Was redest du da? Kicken Chicken? Oh, dein gefiederter Freund ist doch da. Was meinen Sie damit? Das ist eine Zeichnung. Ja, ich bin hier, Frau Lehrerin. Alles in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Im Unterricht solltest du ruhig sein, du nervender Hund. Autsch, tut mir leid. Klasse, sei bloß leise, du Welpe. Hört auf, mich abzulenken. Das bringt mich auf eine Idee. Endlich was Gutes zu essen. Würdest du es mit mir teilen? Natürlich, es gehört nur dir, wenn du willst. Aber noch etwas Bacon. Was ist das? Bacon, nein. Bacon für jeden Tag. Genug, Misty Light. Baba hat mich nicht ab, während ich schreibe. Das war wirklich leicht. Aber sie tötet schon wieder. Was habe ich gerade gesagt, Kidnap? Die neue Baba hat Picky getötet. Ich weiß nicht, worüber er redet, Miss. Aber wo ist denn Picky? An ihrem eigenen Tisch. Oh, Catnip, und sie lebt sogar. Machen Sie Witze, das ist ein Haufen Stöcke und ein großer Kopf. Es reicht. Lass diese Respektlosigkeit sein. Ich will nicht, dass sie mir zu nahe kommt. Oh, das wäre aber echt schade, Häschen. Ah, hör auf, mich so anzusehen. Wieso ist sie plötzlich so leise? Sie ist weg. Wo ist sie hin? Sie könnte überall sein. Oh nein, ich bin in Gefahr. Ich darf die Deckung nicht fallen lassen. Komm schon, Baba, zeig dich. Hast du doch mir gesucht? Okay, tanzen komm wir. Komm schon. Willst du es etwas unfair spielen? Dann lass mich beginnen. Oh, Misty Light, Robbie hat mich gehauen. Warum nervt ihr mich alle so? Was? Ich hab nur gelernt, nein, Moment. Und sie haut mich damit. Du sorgst dafür, dass ich wirklich sauer werde. Es nervt langsam, dass ihr zum neuen Mädchen so gemein seid. Ich beende das nein. jetzt. Es wird Zeit, mich plötzlich im Unterricht zu benehmen. Ne? Oh, ouch. Das ist nicht fair. Sie will mich nicht mehr stören. Ist alles okay, Süße? Ja, besser denn je. Ich bekomme meine Rache. Werde ich hier verarscht? Ich glaube einfach nicht, was hier gerade vor sich geht. Setz dich hin. Ich helfe dir bei deinem Test. Bist du bereit? Das bin ich, Misty Light. Ich wünsche dir viel Glück, Mädchen. Danke sehr. Nun, ich denke, ich starte mal mit dem hier. Dazu etwas blutfarbiger Trank und es sollte fertig sein, denke ich. Apfel macht dich bereit, in einen wunderbaren Smaragd transformiert zu werden. Was passiert hier? Ein Schädel, wie ist das möglich? Ups, das ist nicht der Smaragd, auf den ich gewartet habe, aber es ist nah dran. Gut gemacht. Hey, was? Uns bestraft sie immer, wenn ihr versagt. Sie macht's ganz richtig, sich nicht mit mir anzulegen. Gib mir all deine Kraft, Schulschädel. Was ist das? Ihr seid nicht bereit für meine finale Form, aber ihr sterbt trotzdem. Was? Was tust du denn? Autsch und nein, du bist zu stark. Ich hab dich doch beschützt. Ich hab dir auch mit dem Test geholfen. Was noch? Sei leise. So viel bist du nun auch nicht wert. Nein, Misty Light ist tot. Wie konntest du nur, Baba? Ich fange gerade erst an, meine neuen Freunde. Oh nein. Hoppy, sie ist tot. Komm, schau dich zurück. Niemand kann mir entkommen. Was ein doofer Zeitpunkt für den Sack. Ihr geht nirgendwo hin. All ihr niedrigen Wesen seid köstlich. Dieses Mal brauchen wir einen Plan. Der Plan ist, ihr in meinem Magen für immer. Hey, was? Ihr seid zwei gegen eine. Schnappt sie. Was tust du denn? Ich bin bereit für deine Bestrafung, Mama. Es ist Showtime, Baby. Habt ihr nicht erwartet, zwei auf einmal zu bekämpfen? Wir haben es gemeinsam geschafft. Gute Arbeit. Ihr habt den Tag gerettet. Ja. Sie war schon schön. Und sie ist fort fürs Erste. Halt die Klappe! Es wird Zeit, dass du für deine Taten zur Rechenschaft gezogen wirst. Ich hab nichts getan. Gar nichts. Bist du dir da wirklich sicher? Meine Erinnerungen sagen mir was anderes. Nein, bitte tu mir nicht weh, ich flehe dich an. Bitte. Wieso antwortest du mir dann nicht? Ich beende deine Spielchen jetzt. Raus hier! Warte! Vicky, wieso willst du ihn umbringen? Machst du Witze? Alles in meinem ganzen Leben wurde durch diese stinkende Katze ruiniert. Hört mal genau zu. Oh mein Gott.
Gott, durch die Art von Experimenten fühlt man sich richtig lebendig und das meine ich wortwörtlich. In Ordnung, testen wir sie weiter. Ich werde immer schneller und stärker mit jedem Training. Du schaffst das. Wie merkwürdig. Ein boxendes Häschen, Doc. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, ist die Antwort offensichtlicher, als sie scheint. Es ist 4, das war's. Das war echt gut. Sehr schlaue, ausgezeichnete Intelligenz. Meine Oma Bristle würde sehr stolz sein. Konzentrier dich auf den Test. Out. Sie haben eine richtig coole Köchin. Okay, ich wurde trainiert, um jeden Feind zu besiegen. Dieser Test wird so leicht wie ein Spaziergang im Park. Einfach easy peasy. Moment, lass nicht die Deckung fallen, so wie er ist. So er ist nicht mehr gut im Einzeltraining, traurig. Das ist ein F. Ich habe echt viel für den Test gelernt, Leute. Du bist nicht mal nah dran an den richtigen Antworten. Versage nicht nochmal. Beachtet meine Kreation. Ich sollte im Fernsehen auftreten. Ja, aber sicher für einen anderen Grund. Er ist auch schlecht im Kochen. Ich zeig denen schon, was ich drauf habe. Oh, nicht schon wieder. Autsch. Mann, ich hoffe, sie haben es nicht gesehen. Ich denke, ich habe genug gesehen. Komm hierher. Du bist... Raus! Leb wohl, Icky. Was soll ich denn jetzt hier machen mit diesem faulen Schläfer? Wir brauchen einen letzten Smiling Critter, also werden wir zwischen dir und Catnap wählen müssen. Nice, das wird doch easy peasy. Aber du wirst einige wenige Tests vorab bestehen müssen. Um ehrlich zu sein, habe ich das nicht erwartet, aber wenn ich es nach meiner Regel mache, wird das schon. Diese Wissenschaftler werden ganz sicher mich wählen. Faster. Was ist meine Aufgabe? Da hinauf? Der Test ist einfach. Ich habe größere Häuser geklettert als Spider-Man. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wow, erstaunlich. Ich war schon beim Nachdenken erschöpft. Was für ein Krampf. Sag, was du willst. Ich tu's. Dieser Catnap denkt, er sei besser als ich im gefährlichen Stunts. Dieser Bursche kennt nicht das wahre Talent von Icky Licky. Jetzt schaut mir zu und seht, wie ich glänze. Ich werde der nächste Smiling Critter sein, Catnap. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann den Test nicht versagen. Ich werde meine Träume nicht aufgeben, Catnap. Und so gewann ich das Rennen. Was zum Teufel? Das ist unmöglich. Wie ist der vor mir durchs Ziel gekommen? Das macht keinen Sinn, nicht mal im geringsten. Wie? Nicht schnell genug. Ich prüfe das später. Ist es nicht wert. Langweilig. Ich bin bereit. Fangen wir an. Aber lass mich dich warnen. Ich bin ein toller Kämpfer. Red ruhig weiter. Langweilige Gespräche machen mich schläfrig. Frosch gegen Katze. Der Kampf beginnt. Ich lernte das Kämpfen mit Naruto. Du hast keine Chance gegen mich. Stirb! Süßer Traum. Ja. Das war so gut. Unglaublich. Zeig's ihm. Yeah. Sehr gut gemacht. Catnap, du bist der neue Smiling Critter. Mann, ich wusste, ich bin der Beste. Ja, Catnap hat geschummelt und ihr wisst das. Ich habe viel trainiert, um ihn zu besiegen. Ja, aber ich habe dich zerstört. Unverschämt, du hast nicht das Recht, dich so benehmen zu können, du Loser. Komm her, keine Gnade für dich. Was? Du Loser. Beneide mich, wie du es immer getan hast, du dreckiger Frosch. Testpersonen, die versagen, werden aussortiert, Icky. Gebt mir doch eine Chance, stopp bitte. Was war das? Ich bin endlich frei, aber auch sicher. Lecker. Hab keine Angst. Ich helfe dir zu überleben. Klingt gefährlich. Bin dabei. Deswegen bin ich jetzt dran, mit deinem Leben zu spielen. Vergiss dich, ihn anzufahren. Ich hoffe, du bist bereit für Rabi, Baby. Das ist nur zwischen dir und mir, Catnap. Tu das nicht, Icky-Licky. Du dachtest, das war Spaß, mich so zu blamieren, nicht wahr? Lach nochmal. Du hast recht, ich war ein Faulpelz und hab's nicht verdient, ein Smiling Critter zu sein. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, sollst du mich töten, um selber einer zu werden. Hast du jetzt den Verstand verloren? Ich glaube nicht, dass ich das noch kann. Ja, tu es, nutz die Chance. Du bist ein guter Kerl, ich töte dich nicht. Vielleicht werde ich niemals ein Smiling Critter sein. Wen interessiert's, ob du keiner bist? Catnap, danke dir. Wow, er ist nach allem trotzdem ein guter Auf Junge. Auf deinem dreckigen Mund, du Schoßhündchen. Weißt du, Teil der Show ist, du dumme Katze. Ja, stopp! Wer bist du? Ich bin Rabi und du wirst unter meiner Kontrolle stehen, dank der Kraft der Liebe. Du kleine, süße und wunderschöne Fledermaus. Ich liebe dich so sehr, darf ich dich küssen? Sei nicht so respektlos zu mir, Catnap. Hör mir genau zu. Es ist gut, dass du mich jetzt liebst, weil ich dich nämlich brauche, um alle Critters zu töten. Sieh das erledigt an, mein Lady. In Ordnung. Du bist so ein guter Junge. Schöner Tritt. Du bist dran. Dann will ich mal. Los geht's! Yeah! Autsch! Du bist echt stark! Bist du okay? Ich geh den Ball holen! Hoppy ist raus! So spaßig!
Wer bist denn du? Ich bin Rabi und du bist echt hübsch, Baby. Denkst du wirklich? Nun, du bist auch sehr süß. Machst du Witze? Das Ding sieht süß für dich aus. Das ist eine hässliche Fledermaus. Sie ist nicht hässlich. Catnap, warte mal kurz. Du wirst genauso verliebt sein. Und fertig. Ich bin so verliebt, ich würde einfach alles für dich tun. Übertreib mich gleich so viel. Stopp. Dieses Mal gewinne ich. Ich denke nicht, Baba Fan. Was? Hi, Gentleman. Kann ich mitspielen? Natürlich kannst du. Hey. Nimm diesen Controller aus. Das. Ich kann mit euch beiden spielen, also macht euch keine Sorgen, Jungs. Warte, nein! Jetzt werdet ihr nur für mich den Kopf verlieren, meine kleinen Babys. Wir werden mal, was immer wir wollen. Hoppy, hopp, dort, Mädels. Helft mir hier raus. Diese Maschine versucht, meine Existenz auszulöschen. Ich muss das. Ich will nicht wie ein Bunny Nugget enden. Verflucht. Ich komme nicht ran, bitte, Mädels. Ich will so nicht sterben. Hilfe. Das ist meine letzte Chance, Hoppy zu retten. Ich hab's geschafft, Ikon! Das war so knapp! Hoppy, was ist passiert? Ein echt hässliches Fledermausmädchen ist aufgetaucht. Habt ihr sie gesehen? Ich Sie sind alle verliebt in mich und ihr könnt nichts dagegen tun. Smiling Boys, Angriff! Nein! Wieso bekämpft ihr euch alle? Hört sofort damit auf! Ihr seid doch nicht so! Ich muss sie aufhalten, bevor es zu spät ist! Sind sie hinter mir her? Lass sie frei! Wie unhöflich von dir! Endlich habe ich die alleinige Macht! Einen Moment mal! Dieser Schatten! Nein! Was ist das? Leute, lauf! Was ist das? Bleib weg von dir! Feigling! Ich kenne nur eine Person, die diesen Trank brauen könnte. Was tust du hier? Mir war langweilig. Das ist eine schwache Entschuldigung. Es war keine Entschuldigung. Solch Langeweile Vergiss muss man nicht, ernst nehmen. Eigentlichen Plan. Was? Ich natürlich. Dich. Hab ich nicht. Wie geht's euch, Critters? Ich habe eine Überraschung für euch. Was hast du denn für uns? Seht nur, hab vorhin einen weiteren Smiling Critter gefunden. Ich brauche keine Familie, meine alten Freunde. Oh, was? Mein Gott, nicht böse. Süß. Ich will sie nur töten. Ich meine. Ich bin mir nicht so sicher, Spieler. Viel Spaß! Nein, kleine Freundin, ich hoffe, du hast uns. Hast du mich? Leg dich nicht mit uns an! Lass die Vergangenheit ruhen! Ich denke ihr nicht! Ihr wart so gemein zu mir, erinnert ihr euch nicht? Ich tu's. Ich fühle mich so alleine. Hey, kann ich bei euch mitspielen? Wir brauchen keine neuen Critters. Autsch, wieso müsst ihr so gemein sein? Dann spiele ich halt allein. Dieses Mal in Critters sind nur ein Haufen von... Was? Was machst du? Hast du etwa Probleme, mit den anderen Spaß zu haben? Lass mich dir helfen. Autsch, nein! Was soll das denn hier? Lass mich gehen! Du wirst Teil von etwas ganz Großem werden. In vielen Teilen. Das ist doch verrückt! In einer Minute ist es doch vorbei. Was glaubst du, was du da tust? Kein Lämmchen sollte sterben. Ich will noch nicht. Cool, ich kann nicht glauben, dass ich noch lebe. Vielen Dank für deine Hilfe. Lass dich von diesen Smiling Critters nicht unterkriegen. Sei stark. Ist das so? Das Angebot nehme ich gerne an. Tut nichts, sonst wisst ihr nicht, was ihr getan habt. Nein, bitte, tu uns nicht weh. Halt nicht die Klappe. Seid ihr schon Freunde geworden? Heiliger Bimbam, nein! Was ist hier nur passiert? War das das kleine Lämpchen? Oh, das ist nicht wahr! Catnap, nein! Bitte sagt mir doch, was mit euch passiert ist! Spieler! Freunde! Oh. Hilf mir doch bitte, Spieler! Dachte, natürlich! Gib mir Dieses deine Hand! Dieses Schaf hat uns das angetan! Dachte, Spieler! Oh mein Gott, Dachte, warum? Das ist alles Teil vom Prototypsplan! Nein, tu das nicht! Mein Frühstück ist schon fast fertig. Köstlich. Was ist das? Oh mein Gott, ich wollte Freund aus. Das war alles. Diese Katze ist ein echtes Problem. Komm her. Das war schockend. Mit dir zu leben ist genauso schockierend. Du kannst auch schon ordentlich geladen sein. Fertig. Jetzt Zeit für neue Möglichkeiten. Wenn sie nicht mehr mit mir spielt wie früher, dann sorge ich für genug Chaos, um meinen eigenen Spaß zu haben. Yeah. Diese Katze bringt mich noch einmal um. Jemand ist an der Tür. Komme.
Ich hoffe, sie hat genug Kohle für eine neue Couch. Einen Moment mal. Oh, wow, was ist das für eine Box? Jemand hat sie hier zurückgelassen. Sag mir, dass ich mich verhört habe. Ich will hier keine Hunde. So schwer. Hallöchen. Hundi. Oma mag keine Hunde. Sie wird ihn sicher gleich rauswerfen, nicht wahr? Oh, wie süß. Dankeschön. Ich würde dich Doktor nennen. Was? Sie hat mich niemals so gestreichelt. Dummer Hund. Er wird all ihre Liebe für sie behalten. Du bist der beste Hund der Welt. Danke, dass du mein Leben genickt. Schon wieder. Was ist das? Das ist mein Haus. Ich bin Gärtner. Jetzt ist es meins. Halt die Klappe. Autsch. Das habe ich so nicht erwartet. Was ist denn jetzt los? Er gehört jetzt zur Familie. Dieser Hund wird mein Leben ruinieren. Ein großes Steak für dich, wow. Doktor. Danke sehr. Fühl mich schon wie zu Hause. In Ordnung, Oma. Ich bin auch bereit für mein Steak. Wieso gibst du Doktor besseres Essen? Ist leise, Catnip. Doktor ist unser heutiger Star. Dieses Essen ist wirklich köstlich. Oh, Liebling, danke, Oma. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Guter Junge. Sie hat mich noch nie einen guten Jungen genannt. Dann fange ich an, ihr das Schlechte zu sein. Was? Sag mir, dass ich eine schlechte Katze bin. Oh, du kannst nicht. Der Mund ist voll. Was tust du da mit meiner Oma? Dafür wirst du bezahlen, Catnip. Was? Du musst es auf die Art und Weise lernen. Das hast du wirklich gut gemacht, Doktor. Sie hat mir nie sowas Nettes gesagt. Oh, mal nicht fair. Du warst auch mal gut zu mir. Erinnerst du dich nicht? Wer ist mein süßester Junge? Weit aufwachen. Gut gemacht. Oh, Oma, ich vermisse die alten Tage sehr. Was ist nur aus dir geworden? Süßer Junge. Du bist das beste Haustier, das ich je hatte. Das Beste, das du je hattest, das hast du immer zu mir gesagt. Dein Fell ist so weich. Ich bring dich morgen in den Hundesalon. Hundesalon? Sie hatte nie solche Komplimente über mein Fell. Weit aufmachen. Ah. Ja, lecker. Ich hätte auch gerne ein heißes Steak. Meine Oma. Beep, beep, bop, bop. Hallo, Catnip. Was tust du da drinnen? Hey, hilf mir mal hier raus. Das letzte Mal hast du versucht, mich zu kochen. Worüber redest du? Oh, stimmt. Systemstörung. Systemstörung. Tut mir echt leid, elektronischer Freund, aber was ist, wenn ich dir diesen Haufen von Sechskantenmuttern gebe? Wir haben einen Deal. Geh nicht weg. Ich bleib, wo ich bin. Vorsichtig. Klasse. Hier, alles deins, Roboter. Nicht hinwerfen. Machen die das, was ich denke? Ich trete ihn zuerst und dann bist du dran. Hey, Oma, kann ich auch mitspielen, so wie früher, weißt du? Ich spiele gerade mit Dog Day. Du gehst besser und machst was anderes. Aber, Oma, wieso spielst du nicht mehr mit mir wie damals? Das liegt daran, dass du ein sehr nerviges und verzogenes Haustier geworden bist, Catnip. Du kannst sagen, was du willst, Oma, aber du hast mich zu der dämonischen Katze gemacht, die ich jetzt bin. Ja! Was? Ah! Warum bist du so gemein zu mir, Catnip? Du meine Güte! Zu einfach. Catnip, Dog Day! Oh, wow, das war echt knapp. Bist du okay, Oma? Wieso mischt er sich in alles ein, was ich mache? Hey, Oma, willst du vielleicht... ist nicht wahr. Jetzt ist es so gemütlich. Aber sie hat mich das niemals machen lassen. Ich will auch ein Nickerchen mit ihr halten. Oh, wir bleiben und powern. Wird Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und mich für heute zu rächen. Wie wär's mit einer neuen Frisur, Oma? Du würdest viel Geld sparen in meinem Friseursalon. Schön, geht das aus. Was ist passiert? Mein Haar? Nein! Das war Doktor, ich hab's genau gesehen. Was, mein guter Junge? Was glaubst du, was du getan hast, Doktor? Ich war's nicht. Schau, ich hab immer meine Kamera dabei. Du bist das schlimmste Haustier, das ich jemals hatte, Catnip. Ach ja? Nun, du bist die schlechteste Besitzerin, die ich je hatte. So gemein. Guter Hund, danke für deine Hilfe. Futtern wir heute Kicken Chicken, yummy. Ich bitte, Doktor. Was? Oma? Oh mein Gott, was passiert nur mit dir? Komm schon, du musst wieder aufwachen. Es ist sinnlos. Catnip, bitte, wir brauchen Hilfe. Diese alte, gemeine Frau. Hör mir doch endlich zu. Oma hat sich verschluckt. Ich brauche hier Hilfe. Oma liebt nur dich. Ich werde der alten Dame nicht mehr helfen. Ich bin mir sicher, sie war gut zu dir, als du noch ein Baby warst. Du hast keine Ahnung, worüber du da redest. Ist das so, wirst du groß und stark. Liebe dich, mein Kätzchen. Dich du magst Fußball, lass uns spielen, Kätzchen. Sie ist eine gute Frau und du weißt das. Lass sie uns retten. Ich kann kaum atmen, hilft mir bitte. In Ordnung, sie ist hier. Nein, was? Oma. Noch weiter und eins und zwei. Zwei. Funktioniert es? Ich halte es nicht mehr aus. Nein. So was sollte ihr nicht passieren. Sie wacht nicht mehr auf, oder? Nein, Oma, es das tut mir sie so nicht leid. Verdient. Oh Gott, es kommt raus. Danke, dass ihr mir geholfen habt, meine tierischen Freunde. Tut mir leid, dass ich so gemein war. Ich wollte doch auch nur etwas und Liebe. Mir tut es leid, dass ich dich ignoriert habe. Ich liebe dich genauso sehr. Siehst du, sie hat dich auch lieb. Ich hätte dich sofort akzeptieren sollen. Du bist der beste Doktor. Nach
allem, was passiert ist, ich fühle mich so mies, wie ich sie behandelt habe. Tut mir Es tut mir so leid, Mädel. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät, nicht wahr? Ich bin ein schlechter Hund gewesen. Schneller! Einspritzung kommt! Darauf habe ich so lange gewartet. Autsch! Gehirnfrost. Oh. Das können wir als Rampe benutzen. Sieht ziemlich gefährlich aus. Oh nein. Yeah, los geht's, Mädels. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Das wird es wert sein. Dann versuchen wir es, Doktor. Ja? Mit dir zu spielen macht echt Spaß, aber es ist zu riskant. Oh, stopp! Ich will runter! Oh, meine Güte! Das war klasse! Oh mein Gott, armes Ding! Doc Press, nein! Ich kann's nicht glauben! Sie war zu jung zum Sterben! Das ist alles meine Schuld! Ich fühle mich so schuldig! Warum musste ich das auch tun? Das hatte er überhaupt nicht verdient! Was ist das? Ich will einfach keine Probleme! Oh, ouch! Das ist nicht fair! Ja, wie das Leben! Nein, warte! Ich hab's nicht verdient zu sterben! Ich denke schon! Abwehrmodus! Unicorn! Du Idiot! Danke, dass du mir das Leben gerettet hast, mein Freund! Ja, ich pack das! Dann block mal das hier! Du machst mir keine Angst! Autsch, du Bastard! Ich hab keine Zeit dafür, Tschüssi! Bleib bloß nicht stehen! Ich krieg euch noch, ihr Feiglinge! Ich denke, wir sind erstmal sicher. Da ist der Aufgang, komm! Nicht, wenn's nach mir geht! Beeil dich, bevor es zu spät ist! Schaffst du es ohne Beine? Lauf weiter! Nein! Hilfe! Du gehörst jetzt mir! Ich kann nicht! Rette mich! Komm mit mir! Das kann ich nur! Zeit zu sterben! Nein! Unicorn! Wie kannst du nur... Betrachte dies als deine letzten Momente auf Erden, Pferdchen! Nein! Sterb! Unicorn! Nein! Es tut mir so leid, Unicorn! Ich hab ihn verloren! Vergib mir! Es tut mir so leid! Wirklich! Ich war so gemein! Sieh dir das an. Mit dem Papierflieger sorge ich dafür, dass er den Verstand verliert. 2+Utsch. Wer hat das geworfen? Egal, ich muss den Unterricht fortführen. Pass mal auf. Zeichnet mal. Das wird ihn richtig hart erschrecken. Um einen Kreis zu zeichnen, müsst ihr voll konzentriert bleiben. Konzentrier dich hiermit. Oh mein Gott, wer war das? Das auch nicht. Ich verliere langsam die Geduld. Cool. Versuchen wir es mal mit Baseball. Oh, was? Oh Mann, in 3, 2, 1. Ich bin die Beste. Ich will sofort wissen, wer das war. Oh, oh. Ich muss die Beweise verschwinden lassen. Warte, was tust du denn da? So, das war's. Hobby? Du warst es, dafür wirst du büßen. Was? Warten Sie, stopp! Du lässt mich so sehr! Nein, bitte! Oh, Häschen! Floppy! Ich will nicht sterben! Floppy! Ich glaub das nicht! Ich bin ein Monster! Ich kann es auch noch nicht glauben. Es tut mir so leid. Ich war so ein Idiot. Ich hab da was für dich. Oh, Süße, das hättest du nicht... Was ist das? Oh, wie süß! Ich werd's an meiner Wand anhängen. Ich habe auch noch etwas Cooles für dich. Wirklich? Sieh dir einfach das Päckchen an. Wow, was könnte das sein? Was ist denn das? Es ist der Vernichter 3000. Danke. Probieren wir es aus. Nimm das hier auf den Kopf und lass mich schießen. Ich will aber nicht. Wenn du mich liebst, vertrau mir. Okay, ich vertraue dir, Baby. Bleib genauso. Was, wenn du verfehlst? Ich weiß nicht. Kicken? Bleib ruhig, Schatz. Ah, das war krass. Lebe ich noch? Oh mein Gott, es war ein echter Vernichter. Natürlich war er das. Ich hab immer an dich geglaubt. Siehst du, das war kein Risiko. Gut gemacht, Schatz. Du hast's wirklich geschafft. Hast du deinen Kopf verloren? Ich bin ein Mörder. Ich will es nicht glauben, Leute. Es ist so schnell außer Kontrolle geraten. Ja, echt doof. Meine armen Freunde, so traurig. Es tut uns so leid. Was? Können wir auch was davon haben? Das ist unser Essen. Haut ab. Oh, ich bringe dir beizuteilen. Komm her, bevor ich Bild aus dir mache, du dreckiges Schwein. Bacon? Wartet, denken wir gerade dasselbe? Ja, Wer im Fernsehen ist? Die Stunde der Freude beginnt gleich, meine kleinen Freunde. Macht euch bereit zu... Oh, kommt sofort zurück! Lass uns das hier verstecken!
niemand entkommt meinen Krallen. Was ist das für ein Ding? Wie gruselig. Heute gibt's wohl ein Freischmarrn. Bitte, nein. Was tut ihr da? Mann, sind die lecker. Das kann nicht wahr sein. Sag mir, dass das nur ein Albtraum ist. Oh ja, eine der schlimmsten. Wir müssen stark bleiben. Ich habe mein Bestes versucht, ich schwöre es. Aber am Ende hat es nichts bedeutet, Kelvin. Wehe, du bewegst dich nur ein. Wähle jetzt. Entweder kommst du in mein Team oder ich töte Kelvin. Catnap, tust nicht. Elliot ist eine böse Person. Vergiss das nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sei ein guter. Katze, wähle endlich. Er ist der böse Wind. Ich verliere hier langsam die Geduld. Komm sofort mit mir, oder ich bringe sie um. Elliot, ich komme mit dir. Richtige Antwort. Oh nein, Catnap. Das war eine gute Entscheidung. Lass uns gehen. Aber zuerst kommt das hier. Was? Damit wirst du nicht davon kommen. Was tust du da, du Loser? Das einzig Richtige. Du Verräter, ich zeige dir, was passiert, wenn du mein Vertrauen missbrauchst. Was hast du hier angetan? Du hast dein Wort gebrochen, also brach ich meins. Ich glaub's nicht. Ich komme. Kathleen, antworte mir. Oh nein, das ist alles meine Schuld. Tut mir leid, ich hätte das nicht tun sollen. Hoffentlich bist du an einem besseren Ort. Die Kaffeekanne mitgebracht. Ich weiß, du mochtest sie. Sie waren auch nie die böse Wichte. Wir waren miese Freunde, nicht wahr? Ja, ehrlich gesagt waren wir das nicht. Alles, was ich von ihr noch habe, ist diese Kaffee. Ich versuche, ihr zu helfen. Du bist kein schlechter Freund. Du wolltest mich nur retten. Das kann nicht sein. Was ist hier? Ich bin ja so froh, aber wieso bist du wieder am Leben? Das verdanke ich nur der Kraft des Kaffees. Oh nein, nicht der Kaffee. Hört auf zu heulen, meine Freunde. Ich habe die Lösung für uns alle. Erwache! Auf mich kannst du dich immer verlassen. Nein, was tust du denn? Das habe ich nicht verdient. Ist das etwa ein Messer? Nimm's runter! Nein, tu mir nicht weh! Bitte hilf mir doch, Schatz, Mama! Wo bist du? Ich hab Kekse gemacht! Iss sie, bevor... Ah! Worauf bin ich ausgerutscht? Ist das etwa das, was ich denke? Oh Gott, die Puppe meiner Tochter! Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist! Was ist denn los, Liebling? Warum die ganze Aufregung? Da ist Blut auf dem Boden! Ich glaube, jemand hat unsere Tochter getötet! Oh, Liebling, mach dir keine Sorgen! Es gibt bestimmt eine logische Erklärung dafür! Sehen wir mal nach, ob wir noch was finden! Lass uns mit Catnap reden. Jetzt sieh dir nur die Tür an. Es wird Zeit, das zu beenden. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Catnap! Was ist denn los? Ich versuche doch nur selbstgemachtes Ketchup zu machen. Ich dachte schon, du erstichst deine Schwester. Catnap, hast du deine eigene Schwester getötet? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Du bist so ein verlogener Mörder. Bin ich nicht wahr? Hör mal zu, du bist in großen Schwierigkeiten, junge Katze. Gerechtigkeit für sie. Ich bin unschuldig. Zeig sie nicht. Das reicht jetzt. Was? Du siehst nicht unschuldig aus. Was? Woher diese dreckigen Hände? Es ist nicht, wonach es aussieht. Ich kann das erklären. Okay, ich bin ganz gut. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich denke, ich weiß, was passiert ist. Ein paar Stunden zuvor. Was? Hinter dir. Was? Wie ist das? Die News sind heute echt feurig. Was? Ach, meine Güte. Witzig. Ich habe heute echt keine Lust darauf. Was macht sie denn jetzt schon wieder? Sieht aus wie ein Häschen. Meine Tochter, nein. Feuerwehr. Stopp. Was? Heilige Katze, du bist... Und dabei habe ich doch nicht mal mit dem Chaos richtig angefangen. Auf und davon. Upsi, Entschuldigung. Was da passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte zu viel Angst und lief davon, aber wenn ich raten muss... Cadet, nein, bitte. Dein Benehmen ist unter aller Sau. Verschwinde aus meinen Augen. Was ist das? Lass mich raus. Viel Spaß da drinnen. So ist es doch abgelaufen, oder nicht? So ist das wirklich nicht gewesen. Genau genommen habe ich... Oh, ich fühle mich gar nicht. Nein, was ist denn plötzlich mit ihm los? Runter von mir, Dad. Wer war das? Was hast du ihm angetan? Ich hab gar nichts. Was? Ein Moment mal. Du warst es also, Catnam. Der Beweis liegt genau hier in meiner Hand. Wieso glaubst du, ich würde sowas tun? Ich weiß genau, was letztens passiert ist. Das wird eine ganze Weile dauern, aber ich mache einen Haufen Essen, damit alle glücklich sind. Wir wollen essen. Ich weiß, dass ihr es lieben werdet.
werdet, meine Süßen. Ein Haufen Anstrengung und Zeit. Ja, sieht lecker aus. Köstlichen Tipp, Mami. Ich schlage vor, wir werfen es weg. Bäh, dieses Essen schmeckt wirklich schrecklich. Bäh, wo es hingehört. Ich bestelle uns Pizza für alle. Ich rufe an. Hallo? Eine ganz große bitte. Was machst du denn da? Pizza-Time. Hat hier jemand Pizza bestellt? Ich weiß ja nicht, aber wo ist meine Familie hin? Ihr macht doch Witze. Yeah. Viel besser als Moms Essen. Du musst nicht so gemein zu mir sein. Und dann haben sie dich zum Weinen gebracht. Ich will ihr nie etwas antun. Wobei in letzter Zeit habe ich bemerkt, wie sie... Oh. Mein Plan nähert sich so langsam seinem Ende. Fang mich doch, wenn du kannst, Catnap. Hey du, komm sofort zurück. Du bist einfach viel zu langsam. Bleib sofort stehen. Oh, zu hoch für mich. Mein Kopf. Oh. Deine Zeit ist gekommen, Kitty. Warum tust du das alles? Halt die Klappe. Ich töte dich, sobald ich kann. Ich denke nicht, du Malerin. Du bist stärker als gestern, Brüderchen. Ja, wie ist das überhaupt möglich? Warst du nicht tot? Du bist so ein Dummy, Catnap. Das war alles Teil meines Plans, weißt du? Warum tust du mir das an? Weil du nicht weißt, wie man sich benimmt. Du hast Hausarrest, kein Spielzeug, keine Spiele. Du wirst es auf die harte Weise lernen. Wieso bist du so gemein? Warum isst du nicht im Essen? Weil du schlecht im Kochen dann bist. Dann werde ich dich deine Worte essen lassen. Es tut mir leid, Catmom. Ich bekomme meine Rache und sie werden es alle bereuen. Fangen wir mit dem Fake-Blut an. Ein süßer Teddybär, um sie richtig zu verwirren. Ich kann das erlauben sie nicht. Beweise vernichtet, was erlaufen. Und du bist drauf reingefallen. Ich habe keinen Grund, das alles zu tun. Ich hasse diese Familie. Und du hast nie etwas getan, um mich zu verteidigen. Entschuldigung, ich wusste nichts darüber, dass... Dafür ist es jetzt zu spät, mein Bruder. Ich beende es jetzt. Schwester, bitte tu das nicht. Ich flehe dich auf Knien an. Und das ist Schritt 4 meines Plans. Stirb, was? Nein, warte! Das war also alles dein Plan? Was? Du steckst in großen Schwierigkeiten, junge Nein, Dame. Nein, hört auf. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich bin eure Tochter. Das ist jetzt alles für Catnap. Das ist ja wie mein Geburtstag. Danke sehr, Schwesterchen. Das ist nicht fair. Nein, du Bastard.